Schau mal, Nick, das ist doch voll das coole Auto. Ja, richtig cool. Hi, ich bin Nick. Hi, ich bin Emma. Wir treffen heute den Daimler-Entwicklungschef Ola Kinelius. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Willkommen bei Mercedes. Hallo. Wir haben was ganz Tolles vorbereitet. Also was machen Sie nochmal genau hier als Entwicklungschef? Hier in Sindelfingen entwickeln wir alle Fahrzeuge, was ihr kennt, auf der Straße. Und man sieht auf diesem Bild, das ist ein Riesenstandort mit Tausenden von Leuten, Ingenieurinnen und Ingenieuren, die an diesem Thema arbeiten. Dieses schöne Gebäude hier drüben, da machen wir das Design. Das ist ganz, ganz geheim. Erst wird ja eine Skizze gemacht und dann muss man entscheiden, wie das Auto aussieht. Weil die meisten Menschen kaufen ja auch Autos, weil die schön aussehen. Und dann haben wir eine Reihe von Gebäuden hier mit Testgeländen. Moderne Windtunnel, wie verhält sich das Auto, wenn es fährt. Oder Crash Center. Jeder weiß, dass ein Mercedes sicher ist. Und Sicherheit ist eines unserer wichtigsten Eigenschaften für einen Mercedes. Und da crasht man ganz viele Autos während der Entwicklungsphase, bevor man dann endgültig das Auto auf die Straße legt. Also ein riesen Entwicklungszentrum für die modernsten Autos der Welt. Was ist das hier eigentlich? Hier haben wir zwei Klimakanäle. Einmal für Hitze, da steht das schöne Cabrio, und einmal für Kälte. Können wir da mal reingehen? Da können wir reingehen. Cool. Lass uns das angucken. Das ist schön, oder? Ja. Es ist hier ein warmer, schöner Sommertag. Wie heiß kann es hier werden? Es kann hier richtig heiß werden, also über 40 Grad. Hier ist es ja schön trocken. Kann es hier auch feuchter werden? Ja, wir können Feuchtigkeit testen, Wärme und auch verschiedene Lichtintensitäten. Damit man schaut, dass alle Teile und die Qualität bei allen Bedingungen genauso ist, wie sich der Kunde es wünscht. Jetzt ist mir aber ganz schön warm geworden. Können wir auch irgendwo Kälteres hin, zum Beispiel nach Schweden? Also ich würde gerne nach Schweden fahren, aber ist ja ein bisschen weit von Sindelfingen, oder? Aber ich habe eine andere Idee. Wir haben ja nicht nur diesen heißen Raum, wir haben auch einen eiskalten Raum. Also momentan ist es minus 20, das ist schon ein sehr, sehr kalter Wintertag. Aber hier können wir bis zu minus 40 machen. Vielen Dank für das Interview, das war richtig cool, hat Spaß gemacht. Ja, danke, dass ihr gekommen seid. Es war ganz toll, euch das zu zeigen. Und viel Spaß am Wochenende.